hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der White Russians, unserem tollen Shadowrun-Podcast. Wir spielen in Moskau im Jahr 2080, das wisst ihr hoffentlich mittlerweile, wenn nicht, dann Schande über euer Haupt. Ansonsten wollt ihr bestimmt wissen, was letzte Folge passiert ist. Letzte Folge gab es ein ganz grandioses Gespräch zwischen Steppy und Foxy. Und Foxy hat Steppy darüber aufgeklärt, was bei dem letzten mehr oder weniger Zwangsarztbesuch zwischen Billy und Jojo passiert ist. Es ging etwas anders zu als erwartet, fassen wir es mal kurz so zusammen. Im Anschluss gab es dann, nachdem wir wieder ein paar Tage gesprungen sind, ein Gespräch zwischen Steppy und seiner Mutter. Ihr wisst, wie Mütter so sind. Mütter sind fürchterlich anstrengend. Wir von den White Russians haben übrigens nichts gegen Mütter, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Diese teilte ihrem Sohn selbstverständlich mit, dass sein Bruder, sein jüngerer Bruder, ihr wisst auch, wie jüngere Brüder sind, irgendwie nicht aufzufinden ist. Ja, sie macht sich ein bisschen Sorgen. Nachdem Steppy dann irgendwann versucht hat, seinen Bruder zu erreichen, machte er sich auch Sorgen. Fuhr zu der Wohnung und stellte fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen war und dass sein Bruder nicht daheim war und vermutlich auch die letzten paar Tage nicht daheim war. Hat dann selbstverständlich Billy angerufen, weil die sich ja mit Matrix und allem, was damit zusammenhängt, blendend auskennt. Und mit ihrer Hilfe hat er versucht, ja, ein paar Spuren zu finden. Diese Spuren führten dann zu einem Begleitservice, Escort-Service, auf gut Deutsch Noten, zum Anrufen, die irgendwie wohl vor kurzem Kontakt mit Steppys jüngerem Bruder hatten. Weiterhin ist ein Kontakt zu den Spikes, einer kleinen Gang, die mit den Falcons nicht besonders gut kann, das sei an dieser Stelle vielleicht zu erwähnen, ist auch aufgefallen. Und ja, dann ergaben sich ein paar Nachforschungen. Über diesen Begleitservice hat man dann ja durch Jojo ein bisschen mehr herausgefunden, weil sie jemanden von dort kennt. Und ja, ich glaube, das ist die grobe Zusammenfassung. Den Rest werdet ihr jetzt selber hören. Viel Spaß. Gut, passt. Irgendwann kommt Jojo rein. Denn sie ist die erste, die da von den beiden kommt. Wo rein? In den Staffershack, wo Billy und Steppy abhängen. Hä, ich dachte, sie trifft sich mit Nikolai. Ja, in dem Staffershack, wo die anderen beiden sitzen. Hast du den epischen Cut-Moment nicht verstanden, hä? Sag mal, hörst du überhaupt zu, wenn die anderen beiden was machen? Ich weiß, dass die anderen beiden in dem Staffershack sitzen. Ich wusste aber nicht, dass Jojo und Nikolai sich auch in diesem Staffershack treffen, weil Jojo nicht wusste, wo die anderen beiden sind. Also hörst du nicht zu. Allgemeine Verwirrung macht sich breit, als Jojo den Staffershack betritt und Steppy und Sibylle an einem Tresen stehen sieht. Nicht schlagen! Und grinst sich an. Was macht ihr denn hier? Wir warten. Sie läuft auf euch zu und umarmt euch. Ich verschränke. Sibylle verschränkt die Arme vor sich. Ist der mit dir kaputt? Keine Ahnung. Hä? Du spinnst. Abwehrreaktion. Steppy, weißt du, warum sie spinnt? Ist es Sibylle? Du Motherfucker. Bitch. Darf ich auch mal? Was machst du denn jetzt? Hier. Was? Nein, ich? Ja. Na, ich hab doch versprochen, dass ich was rauskriege. Was macht ihr hier? Wir gucken, dass Also ich wollte warten, bis... Genau. Wir gucken, dass wir was rauskriegen. Du wartest hier, bis du was rauskriegst? Ja. Nein. Die Erleuchtung kommt die Tür herein. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Die Erleuchtung kommt die Tür herein. Genau. Also ich wollte nur warten, bis wir, bis die Stammknöpfe von meinem Brüderchen aufmacht. Ah, alles klar. Okay, nein, ich hab gleich eine Verabredung und dachte, dass, naja gut, aber jetzt bist du hier, dann kannst du das auch direkt selber mit ihm klären. Vielleicht. Das geht möglicherweise. Wenn er das will. Er verlangt 30 Silberlinge. Wie bitte? Na, er verlangt 30 Silberlinge. Das ist das falsche System. Hä? Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand 30 Silberlinge... Was sind denn 30 Silberlinge? Geld. Gib mir 30 Geld. Na, du weißt doch, Judas, Jesus und so weiter und so fort. Das ist 2000 Jahre zu lang her. 2080 Jahre zu lang her.
Kurz vor Weihnachten. Okay, das war die Weihnachtsänderung dieser Folge. Ja, egal, Wurst. Auf jeden Fall kommt er gleich. Ihr seid am Essen. Ich habe Hunger, ich will auch essen. Du hast immer Hunger. Da vorne ist Essen. Bist du dir sicher, dass du nicht schwanger bist, Kind? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht schwanger bin. Oder sehe ich schwanger aus? Ich glaube nicht. Ich fühle mal deinen Bauch. Komm mal her. Sie kommt näher. Wenn du ihren Bauch abtastest und nein, Bewegungen sind da nicht zu spüren, bemerkt ihr beide übrigens, dass sie unter ihrem wunderschönen Haarbändchen so eine Streichholzschachtel, große Schachtel, irgendwas hat. Man sieht so ein bisschen metallisches Durchblinken. Und es sieht ein bisschen unbequem aus. Hast du ein Brett vorm Kopf jetzt seit neuestem? Hä? Ja. Wie? Wieso? Point, mit meinem Fingernagel gegen. Ach so, das ist ein Störsender. Bleib bloß weg von mir. Wieso und das? Keine Ahnung. Nein, das Ding ist ja nicht das hättest du doch sonst gemerkt, du. Fregatte? Wunderschönes Weibchen. Skeptischer Blick Richtung Jojo. Was denn? Warum guckst du mich jetzt auch so an? Nichts, schon, oder? Habe ich irgendwie eine Fliege auf der Nase sitzen? Das wird sein. Nee, habe ich nicht. Du guckst mich nur komisch an. Nein, das ist ein Störsender. Okay. Das erklärt, warum ich hier keinen Empfang habe. Hä, das kann nicht sein. Achso, du hast ihn nicht an, ich dachte. Egal, so. Die Lösung all meiner Probleme, grinst sie in Richtung Billy. Aber passt schon. Weißt du, was auch hilft? Na? Ich nehme meine Knarre aus dem Mantel raus und nehme sie dir hin. Davon habe ich selbst eine. Ja. Vier Lohnsklaven im Staffershack gucken sich etwas beunruhigt um. Okay, ich schlafe schnell wieder in der Tasche. Ja, es tut mir leid, es war ja nur ein Witz gemeint. Keine Sorge, Leute, keine Sorge, nur Spaß, alles nur Spaß. Scheiße. Zwei der Lohnsklaven packen ihr Essen zusammen und verlassen fast fluchtartig den Staffershack. Womit beträcht? Du hättest sagen sollen, dass das nur ein Feuerzeug ist, Billy. Und dann am Ende fragt mich jemand nach Feuer und dann schießt der sich das Gesicht nach hinten, oder was? Bam! Naja. Vielleicht sollten wir rausgehen. Mein Milchshake kann ich auch mitnehmen, ne? Sind wir jetzt eigentlich im Ganggebiet? Ne, wir sind daneben, ne? Ne, seid die ganze Zeit im Ganggebiet. Achso, wir sind im Ganggebiet. Ich wusste doch nicht, ob das im Ganggebiet ist oder daneben. Guckst du Karte, pass auf, ne? Na, weiß ich doch Karte. Na, siehst du, dort ist überall, wo ihr seid, ist dort überall Ganggebiet. Die krasse Warum Karte. Lädt Karte bei mir nicht? Muss ich Computer ankacken? Hast du Karte? Hab ich Karte hier, aber es ist auf Karte nicht eingezeichnet, wo. Ist auf jeden Fall, ist Nummer 6 Spikes. Da weiß ich, dass Nummer 6 Spikes ist. Aber es ist nicht eingezeichnet, wo der Wohnort von Bruder ist. Da ist auf jeden Fall dort, wo die Sechsen sind. Das ist gut, Grenze Schofrino-Bergowoi. Na, weiß ich jetzt, aber weiß ich doch nicht, wo Staffershek ist, Mensch. Ist auch dort. Können wir mal aufhören jetzt mit der russischen Akzent? Das ist doch nicht russisch. Ich sag jetzt russisch, damit wir keine türkischen Grenzgemeinschaften ausschließen und später dann noch einen Molotow-Cocktail in die Fresse kriegen. Wir sind hier nicht im Ganggebiet, Billy. Ah, ihr verlasst den Staffershack, nehme ich an. Schon, weil der Typ hinterm Tresen unter den Tresen greift. Und du ist der Ort, wo die meisten Leute ihre Schrotflinte haben. Ja, ich weiß, was er da jetzt rausholt. Ich wundere, dass sie im Staffershack überhaupt noch einen Typen haben. Das wird schon alles so mehr oder weniger automatisiert. Da wird schon eine ganze Menge automatisiert, aber ein Typ ist meistens billiger als eine Drohne. Denn wenn eine Drohne zerschossen wird, kostet die so viel Geld. Und der Typ wiederum bezahlt Steuern und kauft wiederum bei dem Konzern, der ihn anstellt. Also passt das ziemlich gut. Also ich würde nicht bei dem Konzern kaufen, wo ich arbeite. Naja, da kriegst du aber Rabatte und Vergünstigungen, das ist doch super. Und wenigstens weißt du, was für ein Chip du vergessen hast einzubauen am Montagmorgen am Fließband. Ich arbeite in einem Architektenbüro. Mhm. Du hast eine Connection. Nein. Wie dem auch sei. Ja, wir sind draußen. Ja. Na toll, jetzt kann ich kein Essen mehr haben. Wo krieg ich jetzt mein Essen her? Beim Staffercheck. Nicht gut. Ich hab Hunger. Ja, yeah, hier kannst du meinen Burger haben. Okay, danke. Juni ist Steppis Burger. Ja, passt schon. Ich werde es überleben. Die nächsten 10 Minuten oder so.
Nee, mal gucken. Bis zu Gen, von wem diese Spuren sind. Ob man das irgendwie herausfinden könnte. Aber. Was, die Schwulen? Spuren. Ach, Spuren. Spuren. Ja, auf die du mich hingewiesen hast. Von diesen, genau. Von diesen Stiefeln. Diesen Militärstiefeln oder sowas. Tragen die Spikes Militärstiefel? Große Leute auf jeden Fall. Militärstiefel würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, das Militär? Da. Das ist Modestuff, keine Ahnung. Oder so Leute wie auch Gunfist haben doch auch so Schuhe getragen, oder? So Leute. Hä, was meint ihr mit schweren Stiefeln? Was wollt ihr? Ja, der Typ, der in der Bude von meinem Bruder war, hatte schwere Stiefel an. Ach so? Also so Dingsenstiefel hier, so Militärstiefel, bla. Woher weißt du das? Sah grob danach aus. Hattest du da Fußabdrücke oder was? Ja, pass auf, wir haben in der Wohnung ein bisschen rumgeguckt, als ich die Daten ausgelesen habe. Und da war unter anderem dann, hatten wir so Fußabdrücke gefunden von schweren Stiefeln auf jeden Fall, die auch relativ weit voneinander getrennt waren. Was heißt, also ich schließe darauf, dass da jemand am Rennen war, sage ich mal so. Ach so? Ja. Na, am Rennen, aber wenn die den wirklich mitgenommen haben, also ich sag mal, mit jemandem auf dem Rücken rennt man ja eigentlich nicht, weil das so schwer ist. Gerne Sache ist ja, dass er auch von wegen, das Portemonnaie war da, aber sein Comlink hat er mitgenommen. Warum sollte er das Comlink mitgenommen haben? Vielleicht hat irgendjemand das Comlink mitgenommen und es vertickt oder so. Oder die Einzelteile vertickt. So ein Comlink ist eine Menge wert. Kommt aufs Comlink an. Ich gehe einfach mal fast davon aus, dass es zumindest ein paar hundert Ocken wert ist. Guck dir doch mal Steppys Comlink an. Weil ich kann aber von Steppy nicht unbedingt auf seinen Bruder schließen. Ich wollte gerade sagen, du hast doch den Rechner von meinem Bruder gesehen. Ja, das Comlink, damit er darauf hier Pocket Monster spielen kann, war garantiert auch nicht billig. Also, ich hätte es so gemacht. Ich hätte mir das Comlink geschnappt und das Comlink vertickt. Auf jeden Fall ist es nicht mehr erreichbar. Okay. Was weißt du denn überhaupt? Also, mit wem hatte er so zu tun? Du weißt jetzt, okay, der hatte irgendwie mit den Spikes zu tun. Passt. Genau. Und was der nicht mit... unwahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn er in deren Gebiet wohnt. Genau. Er hat außerdem ein Augenimplantat hier von meiner alten Firma drin. So ganz legal und richtig und nicht beim irgendwelchen Schnitzler oder sowas gemacht. Von Irka Skajew. Hat er irgendwo regulär gearbeitet? Also hat sein Arbeitgeber ihm. Okay. Also hat sein Arbeitgeber ihm das bezahlt? Achso, nee, das weiß ich nicht. Nee, das hat er aus eigener Tasche bezahlt. Wie auch immer er das hingekriegt hat. Also 900 Yen an Geld hergekommen sein. Also was denkst du denn, wie der an Geld gekommen ist? Das ist die Frage. Vielleicht hat er irgendwas für die Gang gemacht oder sowas. Ich mache ja auch manchmal was für meine. Für deine. Also ja, da wo ich rein möchte. Für meine Kollegin, weiß schon. Jojo macht auch Sachen für die Gang. Hä? Ja, und? Siehst. Ich wollte das nur zur Anmerkung bringen. Du weißt schon, dass Jojo auch diejenige ist, die sich einen Störsender ins Hirn baut, wenn sie rein theoretisch ein Aneurysma bekommen kann davon. Aber macht doch nichts, ne? Jetzt muss ich selber nachdenken. Kann man von sowas ein Aneurysma bekommen? Du kannst von irgendwelchen Implantaten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder irgendwie die Blutchemie beeinflussen oder allgemein von allem, was man sich so einbauen lässt, theoretisch kann man schon Aneurysma kriegen. Das ist eine der... Na, es kommt drauf an, welches Implantat. Es kann schon sein. Es ist nicht unbedingt die häufigste Komplikation, aber es kann sein. Ich wollte gerade sagen, hast du den Störsender ins Hirn bauen lassen, oder wie? Nein. Das ist doch gut. Auf den Staffer-Check zu kommt der junge Mann, den ich im Co-Sketch habe, den Flumi jetzt noch kurz beschreiben darf. Ja. Der genau, denn Nikolai... ist ein Norm. Irgendwo Anfang, Mitte 20, genau, kennt Jojo sein Alter nicht. Er hat eine kleine Narbe über der rechten Augenbraue, braune Haare, so einen leichten Bart, ist allgemein etwas zierlicher gebaut, mittelgroß und eigentlich eine unscheinbare Person,
wirkt immer ja, ein bisschen ruhiger und ja, schaut immer ein wenig abgelenkt so in die Gegend. Manche missdeuten es als gelangweilt, andere als in Gedanken. Ja. Dankeschön. Jo, der kommt auf den Stuffer-Shack zu, erkennt dann Jojo, beziehungsweise das, was von Jojos Gesicht übrig ist, wenn sie gerade den Mund und alles Umgebende in den Burger vergräbt. Winkt ihr, winkt den beiden anderen, tritt einen Schritt auf euch zu, schüttelt allen die Hand. Ich bin Nikolai. Jojo drückt Steppi den Burger zurück in die Hand und umarmt Nikolai. Über Jojos Schulter hinweg, ihr seid insgesamt die dreisten drei, oder was? Die drei nicht wirklich, das Treffen hier war eigentlich Zufall. Aber, wenn es denn nichts ausmacht, dann können wir das Gespräch auch direkt so führen. Das ist, glaube ich, besser, weil da, sagen wir mal, du... Weniger Mittelsmänner, genau. Wenn du willst, ansonsten unterhalten wir beide uns kurz. Ja, lasst uns doch dabei einfach ein Stück laufen. Ja. Ja, ist klar. Ich habe gehört, Spaziergänge sollen gesund sein. Verdauungsspaziergänge. Ich bin übrigens der Stefan. Okay, dreister einer. Du bist Stefan, das ist schön. Du kannst jetzt auch noch vorstellen. Foxy. Foxy? Foxy. Okay. Hi, Foxy. Hi. Ich habe gehört, Jojo will irgendwas von mir und jetzt meint, also Stefan, du meinst, du willst irgendwas von mir. Ja, genau. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie drücke ich das jetzt aus, um ihn direkt vor den Kopf zu hauen? Obwohl, ich bin Ork. brauche ich ein paar Informationen bezüglich, diesem, Petras Begleitservice. Genau. Na, da kannst du ja eine ganze Menge über unsere AR-Präsenz erfahren. Über eure? Bist du da irgendwie... Keine Ahnung. 30 Nuyen aufwärts. Was möchtest du denn? Er schmunzelt. Ah. Verstehe. Jetzt verstehe ich auch den. Okay, ich suche zwar, mein Bruder war Stammkunde von euch. Wie heißt er denn? Vitali heißt er. Schon mal und gehört? Weiter? Romanov. Vitali Romanov. Wie viele Vitalis gibt's denn? Ach, Vitali. Ja, nicht, Vitali du ist wirklich. Er ist ein Netter. Ey, yo. Bevor du jetzt irgendwie eine Identitätskrise kriegst, wir gehen da immer zu zweit hin. Und eine der Damen geht dann rein, aber einer wartet vor der Tür, ne? So funktioniert das, okay. Und es gibt genug Bekloppte, man muss halt gucken, dass uns nichts passiert. Ja, nachvollziehbar. Schulterzuck. Ich gehe meistens in der AR. Sorry. Ich möchte da auch gar nichts gegen sagen oder sowas. Ich frage mich nur, mein Brüderchen ist irgendwie abhanden gekommen. Und ich wollte wissen, woran das gelegen haben könnte. Damit ich weiß, wo ich nach ihm suchen kann. Sprich, ich wollte wissen, ob er vielleicht irgendwas mit euch geplappert hat in irgendeiner Form. Ob er mit euch geredet hat einfach. Dass er vielleicht nicht die Möglichkeit oder Gelegenheit hatte, mit mir zu reden. 150? Ja, sicher. Und, niemand, also das bleibt natürlich ja, klar. Unter uns. Das ist absolut vertraulich. In der Familie bleibt es sozusagen. Ja, das ist gut, wenn ihr alle Familie seid, dann ist es wunderbar. Ich brauche den Job, also egal, pass auf. Vor 2 Wochen oder so hatte er ziemlich heftigen Streit mit seiner Schwester. Als wir ankamen, kam da schon durch die Tür. Irgendwas, wenn ich den Kerl in die Finger kriege und wie kann man nur so blöd sein und das kannst du doch nicht machen oder so. Wieso? Was war da? Das weiß ich nicht, darüber hat er nicht gesprochen. Ich meine, er erzählt sonst schon manchen Weibern da schon einiges, aber da hat er echt, wollte nicht drüber reden, ich weiß es nicht genau.
Aber es klang nicht wie so eine Gelddiskussion, die klingen meistens anders. Okay. Also er hatte Streit mit unserer Schwester, mich auf mich deut und auf die Luft deut sozusagen. Na, seiner Schwester, deiner Schwester, wenn du sein Bruder bist. Korrekt. Maria ist, glaube ich, ihr Name, oder? Ja. Dann machst du ja Maria. Pass auf, der hängt meistens irgendwie bei seinen Spielen ab oder er geht mal mit irgendwelchen Spikes in die Spätschicht. Aber das Ding ist einfach, ich kann mich hier gar nicht zu tief reinbringen. Es ist nicht das erste Mal, dass in den letzten Monaten irgend so ein Rabutnik-Mitarbeiter irgendwie abhanden kommt. Und die ersten, die irgendwo tot in der Ecke liegen, wenn sie quatschen, sind die Nutten. Also ist das alles, was ich dir sagen kann. Es war aber auch wirklich nichts Relevantes. Er hatte nicht irgendwelche Probleme, die er irgendwie mitgeteilt hat. Nee, mir direkt nicht, nein. Hat er mal von Geld geredet? Ja, er hat irgendwie gespart auf irgendwas, was er sich einbauen wollte. Besser Geld hat er bekommen wohl. Ja, kann sein. Manchmal hat er einen Rabatt gekriegt, glaube ich, von ihr, weil er halt ein Stammkunde ist. Aber echt, Leute hier, auch in dem Gebiet, sind schon ein paar Rabutnik-Leute weggekommen. Weiß man warum? Keine Ahnung, es waren Kunden, beziehungsweise einer glaube ich nicht, das hat irgendjemand erzählt, aber ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht so genau nachgeguckt, weil, wie gesagt, die Noten sind immer die am Ende abgestochen in irgendeiner Mülltonne liegen und da kümmert sich auch keiner drum. Nee, klar, verstehe schon. Aber hast du uns jedenfalls einige Hinweise gegeben? Und das scheint hier in der Gegend zu sein, sagst du? Ja, ungefähr hier, ja. Aber ich meine, das ist klar, hier leben sehr viele Rabutnik-Leute, also ja, was weiß ich. Ja, stimmt schon. Hast schon recht. Wobei es auch sein kann, dass die einfach abgezogen wurden. Hast du da schon mal gefragt? Ein paar der Lohnsklaven wurden abgezogen, um bei irgendeinem Großprojekt zu helfen und bei irgendwas war da noch mit irgendeiner Familiensuche oder irgendein Scheiß. Aber da weiß ich nicht genau, was da ist. Ich weiß auch nicht, ob der Konda immer allen Bescheid gibt, wenn er die abzieht, aber ich nehme es eigentlich schon an. Hm? Naja, aber so wie er seine Wohnung verlassen hat, sieht es nicht so aus, als wäre er freiwillig abgezogen worden. Würde normalerweise nicht auch dann jemand von deinen Angehörigen darüber Bescheid wissen? Eben. Meine ich auch, und das wissen die nicht. Keine Ahnung, aber Dezember irgendwann ist hier schon mal einer abgehauen und nochmal irgendwann im Dezember später, ich weiß es nicht genau, da müsste man gucken. Ich kann dir die Daten nennen, wann wir eigentlich einen Termin hatten und niemand da war, wenn dir das hilft. Ach, das wär richtig Frauen? Geil. Was? Waren das Männer oder Frauen? Ich glaube, ein Mann und eine Frau. Okay. Wartet. Hat er mit euch auch nochmal einen Termin und ist nicht da gewesen? Ist jetzt so 4 Tage her? Nee, eigentlich müsste er morgen anrufen, dass er dann übermorgen nochmal gern irgendwas hätte, aber er macht es halt immer kurz vorher. Manchmal ist es ja auch nicht gerade jetzt, wo er gespart hat. Warte. Irgendwann so gegen den 2.12. und irgendwann gegen den 15.12. oder so waren die beiden Leute, glaube ich, weg. Letzten Jahres. Ja, klar. Also ich würde irgendwie erstmal bei der Schwester anrufen, weil ja, klar. Das klang echt heftig und na, vielleicht ist er bei ihr. Ich hoffe es, aber glauben tue ich es irgendwie nicht. Aber jo, danke. Hast du auf jeden Fall hier die 150 und hast definitiv noch einen guten mir. Ja, er wird schon wieder auftauchen, dann sag ihm alles Gute. Ach nein, warte, sag's ihm nicht. Nee, besser ist vielleicht. Jo, danke dir. Kein Ding, seid nicht so dreist, ihr dreisten drei. Oh Mann, der war schlecht, aber ich bin ein bisschen müde. Schlaf dich aus. Man sieht sich. Jo, bis denn. Mach's gut. Wenn's nächstes Mal auf die Rolle geht, sag ich dir Bescheid. Ja, aber bitte nicht hier irgendwo in der Gegend. Ich will keine Gangpartys. Du kannst ruhig mal zu einer Uni-Party kommen. Da hab ich dich immer eingeladen, aber du wolltest ja nie. Zu einer Uni-Party? Da braucht also ihr beide Sinn, seid auch eingeladen. Wie bitte? Da brauchte sie eine Sinn, oder? Na, aber eine ziemlich fette. Verdammt! Auf einer Uni? Also Moment, die Uni-Party per se an der Uni ist natürlich schlecht. Aber eine Uni-Party, manchmal suchen sich die Studenten ja gerade was außerhalb des geschützten Bereiches Uni. Fred House. Ja.
Sagst du mal Bescheid, wenn die nächste ist? Dann sage ich dir, ob ich komme. Na klar, wie jedes Mal. Mache ich. Naja, dann feiert nicht immer solche Lahmarsch-Partys irgendwo im Labor auf dem Campus. Du warst nie da, du weißt nicht, ob das Lahmarsch-Partys sind. Euch beide werde ich dann über Jojo natürlich auch Bescheid geben, ne? Jo, klar. Okay. Gut, dann macht's gut. Jo, danke, tschüss. Bis denn dann. Okay. Jojo ist so ein bisschen, also sie ist ja immer hibbelig, aber sie ist jetzt gerade noch ein kleines bisschen hibbeliger. Was ist denn mit dir? Ich kann sagen, was ist los? Ich weiß nicht, der hat so viel komischen Kram erzählt. Ja, glaub mir, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Warum verschwinden Leute? Warum ausgerechnet von der Firma? Also erstmal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass dein Bruder weg ist? So merkwürdig sich das anhört, aber meine Mutter hat angerufen. Deine Mutter ruft dich an und sagt, dass dein Bruder weg ist? Jo. Weil er hat sich nicht mehr gemeldet und sowas. Und für wen arbeitet der? Rabutnik, habe ich gesagt. Hast du gesagt, wo? Yep. Ja, für Rabutnik hier. Und es verschwinden einfach Rabutnik-Leute momentan. Habe ich doch eben so richtig gehört, ne? Ja, genau. 2.12. und 15.12. das letzte Mal anscheinend. Und vielleicht auch jetzt gerade. Ich habe keinen Schimmer, was da los ist und warum das so sein soll. Vielleicht, weil die einfach spinnen. Ja. Wenn es immer so einfach wäre und wenn man einfach so sagen könnte, weil die einfach spinnen. Das ist ein scheiß Con, was erwartest du? Die komische Dinge tun. Vielleicht scheiß Con. Recht. Aber die lassen doch nicht ihre eigenen Mitarbeiter einfach verschwinden? Outgame? Rabutnik hat eigentlich keinen schlechten Ruf. Es ist ein Traditionsverein, der schon sehr lange in Moskau existiert, der sehr, sehr viel Wert auf Familienpflege legt und alle, die irgendwie da die ganze Familie in den Konzern kriegen, die kriegen sehr viel mehr Vergünstigungen, die kriegen soziale Unterstützung. Es ist sogar gewünscht, dass man da auch im Konzern heiratet und da viele, viele Kinderchen bekommt. Also eigentlich so einen schlechten Ruf hat er nicht. Und man weiß auch nicht von irgendwelchen ganz fiesen Aktionen, die sie da gerissen haben. Ja, natürlich, wenn sie da irgendwelche Gasleitungen reparieren lassen, haben sie nicht so viel Geld für Mitarbeiterschutz. Da fliegt mal einer in die Luft. Aber das ist nicht so häufig. So schlimm können die gar nicht sein. Und wer ist deren größte Konkurrenz, die vielleicht am Ruf schädigen würden gerne von Rabutnik? Das weiß man doch sicherlich auch, oder? Die Aztec-Töchter oder Mostrans, weil die auch in demselben Gebiet arbeiten. Und wenn man eins und eins zusammenzählt mit den Spikes, da käme man jetzt auch auf keinen Trichter, ne? Ja, es ist vor allen Dingen auch so, Rabutnik macht ungefähr ein 20stel von dem Umsatz der anderen beiden Cons. Das ist keine Konkurrenz, das ist ein Witz. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind Triple A's und das ist vielleicht A, wenn es hochkommt, vielleicht Double A? Rabutnik 1A, Mostrans 2A, Aztec 3A. Ja. AAA. Scheiße. ich rufe mal meine Schwester an. Maria. Jo, eine Sekunde. Erstmal den Charakter einfinden, ne? Ja, ich muss kurz lesen, was du dir aufgeschrieben hast. Und da ich ja jetzt auf Papier umgestiegen bin, ne? Junge, Junge, Junge. Ach, das. Okay, sehr gut. Hä? Was? Hallo? Schwesterchen, Ach, du bist's. Ich bin gerade. So, jetzt habe ich Schluss. Was möchtest du denn? Ich wollte nur fragen, ob du irgendwas von Vitali gehört hast. Ja, Mutti hatte irgendwann vor ein, zwei Tagen angerufen oder dass er nicht zur Arbeit gekommen ist. Keine Ahnung. Echt nicht? Hab gehört, von wegen hattet Streit. Von wem hast du das denn gehört? Wirklich, ein Vöglein hat's mir gezwitschert. Hattest du Kontakt mit Vitali? Leider nicht. Wer hat dir das denn dann gezwitschert? Oh, dieser Drecksack quatscht doch nicht beim Saufen, oder? Pass mal auf, Stefan. Die ganze Sache geht dich nichts an und die geht auch Vitali nichts an. Das ist mein Leben und da kann ich machen, was ich will. Mischt euch da bitte nicht ein. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, kleiner ist weg. Ja, glaubst du, ich hab ihn in der Handtasche? Nee, aber ich wüsste gern, was da los ist. Ja, ist vermutlich sturzbesoffen irgendwo durch die Stadt getorkelt und ist dann irgendwo aufgewacht und weiß es nicht mehr, wo er ist, was weiß ich. Wenn er sturzbesoffen wäre, wäre seine Bude nicht aufgeknackt worden. Seine Bude wurde aufgeknackt, sicher? Ja, hundertprozentig sicher. Scheiße, ich komme mir vor wie Sherlock hier. Ich habe Spuren gefunden von irgendwelchen Kampfstiefeln. Bist du Drogen? Langsam wünschte ich es mir.
Woher weißt du denn, wie aufgeknackte Türen aussehen und Kampfstiefel? Vielleicht hat er ja die Ahnung, um seinen kleinen Saufkumpels anzugeben. Er läuft doch meistens nur in Dings rum. Ja, meistens, was weiß ich. Ich habe ihn nicht gesehen. Der Streit geht dich nichts an und war garantiert nicht relevant für irgendwie, wo er sich jetzt... Vielleicht hat er sich deswegen zugesoffen, aber... Sicher, dass alles klar ist? Ja, bei mir ist alles klar und ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber... Da war nix. Skeptischer Blick übers AR. Was guckst du denn jetzt so? Wir reden zu wenig. Das kann sein, aber... Ich arbeite viel, du arbeitest viel und schießt irgendwelche Leute aus Gefahrenzonen, um ihnen dann das Herz zusammenzuflicken. Also von daher... Was man halt nicht alles macht. Ja, ich wünsche mir nicht wirklich, ich hätte einen Job. Och, es geht. Wie dem auch sei. Also du hast nichts gehört von ihm oder von irgendetwas, was damit zu tun hat. Ich habe wirklich nichts gehört. Und obwohl der Kleine mich angepisst hat wie Sau, weißt du, dass ich ihm auch nichts Schlechtes wünsche. Du hörst übrigens Outgame im Hintergrund relativ viel Spanisch sprechende Menschen. Spanisch sprechende Menschen sind nicht an ihrem Arbeitsplatz zu finden. Bist du irgendwie in Urlaub? Wovon soll ich das denn bezahlen? Ich gehe gerade von Arbeit nach Hause. Durch Spanien oder was? Was? Sie regelt ihr Comlink runter, sodass Hintergrundgeräusche jetzt leiser werden und ihre Stimme... Also sie muss jetzt ein bisschen schreien halt, aber das werde ich nicht tun. Ja, ist okay. Nee, ich bin einfach nur gerade... da sind bestimmt... Ah, hier, guck, da drüben, da ist... Da ist eine ganze Menge Aztec-Lohnsklaven gerade aus dem Bus gekommen und die wollen bestimmt wieder zeigen, dass sie ganz toll sind und deswegen Spanisch reden. Keine Ahnung. So ein Blick halt in ihre Richtung, so nach dem Motto von wegen der sagt da auch, von wegen verarschen kannst du mich alleine, was ist los? Ey, pass auf, es ist nichts los, okay? Ich werde jetzt nach Hause gehen, dann werde ich kochen müssen, weil Milan sich bestimmt sonst wieder aufregt und dann werde ich vermutlich todmüde ins Bett fallen und ich hoffe, dass man mich heute nicht nochmal zurückruft, weil gerade viel zu tun ist. Okay. Nee, die haben gerade irgendwelche Maschinen erneuert und das kann sein, dass wir abends immer nochmal hin müssen. Und dann kriegt man eine Nachricht, bla 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 und dann gibt es irgendwie jetzt nur noch eine Produktneuauflage oder irgend so ein Scheiß, weil sie diesen Gedenktag total nutzen wollen für PR-Zwecke. Deswegen ist es gerade jobmäßig echt kacke und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Vitali gerade jetzt irgendwie beschlossen hat, 3 Tage frei zu machen. Naja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er frei macht, wenn man so meint. Er ist auch auf seinem Comlink nicht erreichbar. Ja, aber was denkst du denn, dass irgendjemand bei ihm eingebrochen ist und ihn mitgenommen hat? So sah seine Bude aus. Ich war da. Warum sollte man Vitali denn mitnehmen? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht bei dir anrufen. Es gibt doch keinen Grund. Das muss was anderes sein. Ja, ich hoffe es, aber glauben tue ich es nicht. Mach mir jetzt keine Angst. Mit Vitali ist nichts. Er hat bloß sein Leben nicht unter Kontrolle. Schau mal. Schau mir mal an, was da los ist. Mach du mir auch keinen Scheiß, hörst du? Ich mach keinen Scheiß, kleiner Bruder. Kleinen Brüder müssen manchmal auf die große Schwester aufpassen. Ja, denken Sie. Wenn du was weißt, melde dich, ja? Ja, mach ich. Dann tschüss. Ciao. Schaut verzweifelt seinen Comlink an, als würde er es am liebsten zerdrücken und irgendwie auf den Boden werfen, so nach dem Motto. Was ist mit dieser Frau los? Was war denn? Keine Ahnung, die hat mich angelogen, glaube ich. Hat irgendwas erzählt von wegen, dass nichts wäre und dass uns gar nichts anginge, was mit ihr ist? Und aus irgendwelchen, wisst ihr irgendwo, wo Spanier leben? Ich hätte schwören können, was? Das ist ja Spanisch gewesen, was ich da im Hintergrund gehört habe. Outgame? Tatsächlich ist es so, Aztec versucht ja, sich eine Identität oder seinen Lohnsklaven eine Identität zu geben und die zwingen nicht direkt die Leute, Spanisch zu lernen und das zumindest im Konzern zu sprechen, aber es bringt dir Pluspunkte, wenn du es tust und du willst keine Minuspunkte. Klar. Was war denn mit dem Streit? Du hast die ganze Zeit über einen Streit geredet. Ja, wie gesagt, Vitali also und Maria. Das, was uns der Clan jetzt hier erzählt hat, von Flummi meinst du, ne? Ja, genau.
Vitelli und Maria scheinen sich gestritten zu haben. Ziemlich heftig sogar. Vor allem so, wie sie kommt. Und sie hat wohl auch keinen Bock, darüber zu reden. In irgendeiner Form und Weise. Ist sie schon immer so gewesen? Es ist halt eine große Schwester. Boah, die sind halt immer etwas eigenwillig, sag ich jetzt einfach mal. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was... warum sie so ist. Warum sie... was das sein könnte, weswegen sie Streit gehabt haben könnten. Na, das ist ein Wort. Und die arbeitet auch für Rabutnik? Ich glaube ja, wohl. Die ganze Familie außer dir. Ja, okay. Ja, eigentlich arbeitet die ganze Familie bei Rabutnik. Weißt du, dieses Familienbonusprogramm hast du nicht gesehen. Hatte ich allerdings keinen Bock drauf gehabt seinerzeit. Meinst du, deine Schwester würde irgendwie deinem Bruder... Keine Ahnung, würden die sich gegenseitig was anhängen wollen? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Wenn es zu ihrem Vorteil ist? Nee, komm, wir sind Familie. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Nee, also ich glaub's nicht. Also ich wüsste nicht wieso, nee. Also, wir waren eigentlich immer eine recht normale Familie, sag ich jetzt einfach mal. Oh, ohne viel Streit rein, keine Ahnung. Bis auf das grüne Ding, was jetzt da ist. Drückt dir auch gleich ein grünes Ding, weißt du? Ja. Ja, bis auf das. Ich glaube, wenn man das vom Vater ausgeht oder sowas, er hat auch so eine Hackfresse. Du hast keine Hackfresse, halt die Fresse, Mann. Na gut. Also, wir gehen auch in die Bar oder was, ne? Ja, natürlich, weil er hat die ganze Zeit irgendwas gesagt von wegen von Trinken und hast nicht gesehen. Also vielleicht hat er wirklich irgendwelche Probleme da gehabt oder sowas, aber. Ja, Jojo, kommst du mit oder trinkst du immer noch nicht oder keinen Bock? Was? Oder? Also wir wollen noch in dieses die Nachtschicht. Spätschicht. Zu den Spikes. Gosh, schreist ja noch lauter. Na, sie schreit nicht, das tu nur ich gerade. Na dann. Zu den Spikes oder was? Zu den Spikes. Bisschen Party machen. Zu den Spikes. Du möchtest Party machen? Bei den Spikes. Das hat Falken. Sag das lieber nicht, das nicht so laut. Hier. Du, das war nicht wörtlich gemeint, sondern genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Nein. Nein, wir wollen keine Party machen, wir wollen nur ein paar Leute fragen. Darum. Weil, es ist die Stammkneipe meines Bruders. Wissen wir denn, wen wir fragen können? Hast du einen Kumpel von deinem Bruder, irgendeinen Namen oder irgendwas? Du kannst ja nicht zu den Spikes hingehen und sagen, hey, hör mal, mein Bruder hier. Ich geh auch nicht zu den Spikes, ich geh in seine verfluchte Kneipe. Ja, was glaubst du denn, wer da rumhängt? Und wenn du dir jemanden ansprichst, dann ist die Chance doch relativ hoch, dass da jemand von den Spikes ist, oder? Letzten Endes kennen sie ihn nicht. Wie es der Zufall manchmal will, ne? Ich sag ja nichts, aber du weißt, wie ich immer so denke. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich hoffe ja, dass ich sie überzeugen kann, dass ich sein Bruder bin. Du bist sein Bruder, was willst du da überzeugen? Die anderen. Du meinst, sie glauben Bruder sie nicht? Dein Bruder ist kein Ork, oder? Nein. Also nicht wirklich äußerlich, also... So ein bisschen sowas kommt doch schon mal vor. So keine Seltenheit mehr. Naja. Wie gesagt, das passiert manchmal. Meine Mutter ist definitiv Mensch. Mein Vater könnte da was haben. Und ich habe es auf jeden Fall. Meine Brüder und Schwester haben da mehr Glück gehabt als ich. Das klingt wie eine Krankheit. Ja. Kein Kommentar. Ost, du bist mir selbstbewusst, dein Steppi. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das endet, wenn wir da hingehen. Aber wir können es versuchen, klar. Ich würde sagen, ich habe auch keine Ahnung, wie es endet. Aber, zu dritt kann schon mal nicht so schlimm werden. Doch, kann's. Sogar ziemlich leicht. Ach, wir dürfen jetzt nicht diesen einen Vorfall als Referenz nehmen. Na, das hat damit gar nichts zu tun. Ich meinte das auch eher anders, aber das ist egal. Frisch gewagt ist halb gewonnen, oder? Genau. Billy, zieh mal deinen Pelz aus. Warum? Weil du dir sicher sein kannst, dass sie Doppelpunkt, die Spikes, dazu neigen, dir gerade Dinge, die viel Geld wert sind, abzunehmen. Du bist eine Fremde, man kennt dich hier nicht. Manchmal verlangt man da Wegzoll, das ist nicht ungewöhnlich. Und ein Pelz
Ne? Billy schürzt also, die Lippen. Es tut mir sehr leid, wenn ich dir das jetzt so sage, aber wenn du ihn gerne loswerden möchtest, dann Nein. solltest du ihn tragen. Nein. Wenn du ihn nicht loswerden möchtest, dann solltest du dir eine andere Jacke anziehen. Warum musst du immer so realitätsecht sein? Ist es dir lieber, wenn du es am eigenen Leib erfährst? Nein. Außerdem sage ich das nur, weil ich dich gern hab, Schatzi. So gern, dass du mit meinem Bauch kuschelst. Wieso mit deinem Bauch kuscheln, hä? Deine Faust hat meinen Bauch gekuschelt. Ach, ja, und? Das ist immer noch übel. Natürlich, das werde ich ihr bis ans Leben... Auf ihr Grabstein werde ich schreiben, die Faust kuschelte mit dem Bauch. Das tut mir sehr leid. Ich habe mich schon dafür entschuldigt, aber... Ich habe dir gesagt, übel. Gib nicht einfach drop. Irgendwelche Daten von drop mir it. Weiter, sonst drop gibt's it. Ärger. Drop it, drop it. It's okay. Gut. Ja, dann gehen wir doch in die Nachtschicht. Fahren. Bitte ein bisschen näher ans Mikrodüse, du klingst irgendwie komisch dumpf. Ich rauch grad. Besser? Ja. Gut, dann gehen wir doch in die Nachtschicht. Und Spätschicht. Ich zieh meinen Pelz aus. Spätschicht. Ja, Spätschicht. Ich lasse meinen Pelz im Auto. Besser ist das. Zieh dir meine andere Jacke an. Als ob sie eine andere mitgenommen hätte. Im Auto liegt immer noch Jojos gekaufter Mantel von Neujahr. Stimmt. So Ledermantel oder? Das war kein Ledermantel, was du mir da gekauft hast. Das war. Nee, das war ein ganz normaler Mantel. Sünder unauffällig. Scheiß. Was ja unheimlich gut zu meinem Lack- und Lederoutfit passt, was ich gerade mal wieder anhab. Und mein High Heels und. Oh Gott. Ja. Ihr geht manchmal also in die Spätschicht, sagt das ist eine ganz dumme Idee, meint Jojo irgendwann nochmal, kurz bevor wir da reingehen. Du bist immer so negativ. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich realistisch. Aber wir können es ausprobieren. In die Spätschicht reinlaufen und Party machen. YOLO! Ich kann auch draußen bleiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt ja drin bleiben. Nein, geh mit. So Blödsinn. Nix. Ist das Leben jeder Party. Nee, ernsthaft? Was? Nee. Ich bin das Ende jeder Party normal. Ich weiß nicht genau, wie die drauf sind und wie sie auf dich reagieren. Wir können es ausprobieren, aber du hast jetzt immerhin keinen Pelz mehr an. Das ist schon mal gut. Ich wollte gerade sagen, Elf, Ork, Flummi. Während ihr vor der Spätschicht steht und euch beratet... Wir stehen nicht davor, wir sind auf dem Weg dahin. Während ihr bei der Spätschicht ankommt und eure Diskussion beendet habt... Ich hab hier Sorgen, Junge! Also man kann durchs Fenster sehen, da sitzen keine Spikes drin. Oh cool, wir gehen rein. Epische Diskussion, keine Konsequenzen. Das ist ein guter Spielleiterstil. Also ihr geht rein, ihr habt da das normale Klientel. Das sind Leute, die hauptsächlich, also in eine Bar gehen viele Leute, um sich dort zu treffen, was zu trinken und sich zu unterhalten und Spaß zu haben. Vielleicht die Musik zu genießen. Dort gibt's gar nicht erst Musik. Dort hast du Leute, die einzeln an Tischen oder einzeln am Tresen sitzen, nicht sprechen und nur trinken. Das ist eine gute Bar, so eine richtige Bar, so eine Absturzbar. Die Leute werden vermutlich dort mit dem Stuhl zusammen angeliefert, schon festgeschraubt. Und ja, das war in meinem Cyber-Zitat. Wenn die vergammelt sind, wird dann halt der Stuhl mit dem Stammgast ausgewechselt. Aber es sieht echt nicht aus wie eine Bar für Spaß und irgendwas anderes. Du hast jetzt die Kakophonie vergessen, aber... Ja, gibt ja keine Kakophonie, weil... Keine Musik. Ach so. Musik kein, würde das Ambiente stören. Kein alkalisches Toilettengeräusch männlich? Das schon. Schön. Wer hat da gerade ins Mikro gefurzt? Ich nicht, ich bin eine Dame, ich furze nicht. Ich rieche nach Doch, Rosen. Du bist es. Du bist es. Du knackst ganz komisch. Ich knacke? Ja. Ich bin alt, deswegen knackt's vielleicht. Ja, das wird's ja. Könnte auch seriös. Ah, ich glaube, das war das Kabel vom Mikro. Ist das besser jetzt? Ja, jetzt knackt es gerade noch mehr. Genau. Das klingt wie eine Bonbon-Tüte. Und ja, es war das Kabel anscheinend. Gut, sag er hat noch jetzt mal was. Ich sag noch mal was. Ja perfekt. Gut, alles gut. Schön. Du sollst den Kabel auch keinen runterholen, Junge. Ich möchte reinbeißen, okay. Ja, wir gehen rein. Und ich schaue mich mal um. Sehe das. Was wollten wir trinken? Wodka. Ich nehme eine Fanta. Fanta, Wodka. Gut. Fanta mit Schuss oder Fanta? Fanta. Alles klar, Jojo geht zur Bar. Jo, der Barkeeper, ungefähr Ende 40, Halbglatze, Brille, ein Ziegenbart, Lederjacke, guckt dich etwas mit glasigen Augen an. Anscheinend hat er sich auch schon eingenehmigt. Vermutlich hält man es aber auch anders in der Bar gar nicht aus. Hallo! Er spricht übrigens ein
ostrussischen Dialekt. Und da ich den natürlich hier nicht nachmachen kann, werde ich einfach irgendeinen anderen Dialekt nehmen, den ich kann. Und du wirst dich furchtbar ärgern. Aha. Also wahrscheinlich bayerisch. Nee, was sächsisch. Was willst denn du? Hi. Nee, was denn jetzt? Hä, was? Was denn jetzt? Na, Wodka, Fanta und Cola. Und nicht alles in einem Glas, sondern in drei Getränkengläsern, wenn's geht. Ich hab keine Cola und ich hab auch keine Fanta. Ich hab Wodka, nur Leitungswasser kannst du kriegen. Dann gib mir das. Sag mal, bist du aus Novosibirsk? Nee, das könnte schon sein. Also zwei Leitungswasser und Wodka, oder was? Jojo dreht sich zu Billy um. Wodka oder Wasser? Wasser. Gut. Hast du gehört? Ich hab, ne, warte mal, ich hab sogar noch Wasser mit hier Brause, also Kohlensäure. Wow, cool, dann das. Zwei Kohlensäure, eh Wodka, bitteschön. Er stellt's auf den Tisch. Sie zahlt. Erstmal, also kriegt gerade Kohle. Hm. Wartet aber auch erstmal auf Steppi, weil der irgendwie ja erstmal so. Genau. Kriegt doch ein bisschen Trinkgeld. Genau, Trinkgeld. Ja, Stefan kommt dorthin. Auch an die Bar. Auch zum Kollegen. Jojo reicht ihm seinen Wodka. Danke. Als er Steppy erblickt, scheint er sich etwas zu entspannen, da Jojo und Billy definitiv Leute sind, die hier ungewöhnlich sind. Und Steppy sieht endlich mal aus wie ein normaler Mensch, weißt du? Normaler Mensch, grüne Fresse. Ja, dort gibt's auch ein paar Orks und sowas, die da rumhängen. Das ist, Metatypen sind in der Bar nicht unbedingt ausgeschlossen. Es ist bloß einfach, die eine ist halt ultra aufgebitscht und die andere ist todesbunt und begrüßt ihn mit einem Hallo, das geht doch nicht. Hier begrüßt man ihn mit einem gemahlenen Wodka, Junge. Ja, das Schlimme ist, der Typ, der so richtig wie ein normaler Mensch aussieht, stellt doofe Fragen. Winkt auch mehr oder weniger mit so 20 New Yen oder sowas, oder 50. Und sag mal, Kollege, hast du vielleicht was von meinem Bruder, dem Vitali, gehört? Der ist hier häufiger. Vitali. Jo, sieht so in etwa aus und ein AR-Bild erscheint. Nö, ich weiß schon genau, wie der aussieht. Oh, du bist dein Bruder oder was? Oh, nee. Na, was ist denn mit dem? Wenn ich das wüsste. Hast du irgendwas von ihm gehört? Hat er irgendwas erzählt? Nee, wie soll denn der mir erzählen? Weiß ja nicht, was man so erzählt, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Naja, dann hält man hier die Fresse und säuft sich weiter und dann irgendwann geht man kotzen oder geht er bitte raus. Na, der war lange nicht mehr da, jetzt hier irgendwie ein paar Tage. Tatsache? Na, so 3 Tage oder so war er nicht hier. Hast du gehört, dass ein paar andere auch verschwunden sind? Er hebt misstrauisch eine Augenbraue. Was hast denn du da in der Hand? Also er deutet auf die Hand mit den 50 Nuyen. Ja, kleine Aufmerksamkeit. Dann zeig ich mal her. Ja, reiche ich ihm rüber. Also so rübergeschoben, so nach dem Motto, muss ja nicht jeder sehen. Na, ich hab gehört, hier sind Leute verschwunden, hast du recht. Aber ich meine, weiß ich nicht, die sind ja irgendwann nur wieder aufgetaucht. Waren bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, da ist bestimmt irgendwas gewesen. Die waren bestimmt irgendein Acid-Trip oder irgendwas. Sind wieder aufgetaucht? Normal? Haben sich einfach so wieder blicken lassen, wäre nichts passiert? Nö, die waren tot. Ah. Wo wurden die denn so gefunden? Was sagt man denn da so? Das weiß ich nicht genau, ich will das auch eigentlich gar nicht wissen, aber hier irgendwie ein paar Kilometer im Umkreis, glaube ich. Also nicht unbedingt im Umkreis der Bauer, aber halt hier auch so ein paar Kilometer, ne? Hm. Ja, 2 Sekunden nachdenken. Naja, um die Familienzusammenführung vielleicht mal ein bisschen voranzutreiben. Hat er irgendwas erzählt? Also, oder hast du irgendwas mitgekriegt? Hat er irgendwie Stress gehabt? War irgendwas anderes? Ist irgendwas, was vielleicht Sinn ergeben könnte? Hat er sich mit irgendwem gefetzt oder irgendwie schuldet er irgendwie Geld oder irgendwas anderes? Was ja, der Stress machen könnte? Ja, der Spasti hing ja manchmal hier mit den Spikes ab. Oh,
Die schienen sich eigentlich immer gut zu verstehen. Also Stress hatte der, glaube ich, mit dem auf jeden Fall, aber... Nee, so tief war der auch nie drin, dass er irgendwas, ich glaube, da mit den Spikes, das ging schon irgendwie klar. Hm. Und der war sogar, der war eigentlich, ich meine, war schon ein kleiner Spasti. Also ich sage jetzt wahr, weil wenn der jetzt wirklich weg ist, dann ist er ja bald tot, ne? Aber, also der war sogar immer, der hat sich hier einen genehmigt und dann ist er manchmal mit den Spikes noch irgendwo rumgezogen, aber hat ihn nicht hergebracht, es war eigentlich ein guter. Siehst man, hofft, dass er noch nicht um die Ecke ist. Nee, ich glaube, so lange hat es bei den anderen nicht gedauert. Die waren dann irgendwann relativ fix, lagen die irgendwo rum. Ja, wie lang hat das denn etwa gedauert? Boah, da fragst du mich was. Gucke doch mal in der Matrix, da muss es doch irgendwas geben. Ja, frage ich mal, so eine Woche oder zwei oder sowas in der Zeit so... Ja, ungefähr, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr als eine Woche vielleicht auch ein bisschen weniger. Hat er denn mal irgendwelche Leute mit hergebracht, die sonst eigentlich weniger hier sind? Also, währenddessen so ein bittender Blick Richtung Billy. So nach dem Motto, guck mal nach. Ah ja, klar, schmeißt du die Matrix-Suche an. Sag mal, ihr seid aber keine Bullen, oder? Nee, ich schwöre, ich bin sein Bruder. Ich möchte nur wissen, wo er abgeblieben ist. Hm. Sein Bruder. Naja, gut, meinetwegen, dann bist du sein Bruder. Meine Schanklizenz ist übrigens gültig. Der hat niemanden mitgebracht, der war hier immer alleine. Und die einzig komischen, die jemals ihn betreffend mal hier waren, das seid jetzt halt ihr. Hm. Cool, wir sind einzigartig. Kannst du mal bitte aufhören, mit diesem Ding hier rumzuspielen? Du schmeißt bestimmt kein Glas um. Ich schmeiß kein Glas um. Geh mal bitte Schritt zurück. Sie geht einen Schritt zurück. Jetzt kommt die Falltür. Sag mal, hier, Bruder, hast du noch mal irgendwie sowas in der Hand? Jo. Ich muss ein bisschen in meinem Portemonnaie wühlen. Dass ich so 50er noch mal zusammenkriege. Und leg ihn noch mal dahin. Vor 3 oder 4 Tagen waren in der Kasse... Hier, klein neben der Bar, waren da Schüsse zu hören. Oh, fucking hell. Ziemlich laut, ich meine, das kommt hier manchmal vor, aber so auf eine Uni. Es hat 3-mal richtig laut gewumst, sag ich dir. Fuck. Jo, danke dir, Jung. Na, sicherlich. Du solltest übrigens die Wände mal streichen. Wozu denn? Ich stürze den Wodka runter. Die Leute, die hierher kommen, kommen nicht wegen der Wände. Na dann vielleicht schon. Oh Leute, kurz outgame. Schon klar. Ein Sachse, der sagt, die Leute, die hierher kommen, kommen nicht wegen der Wände. Oh, schön. So, Entschuldigung, was wolltest du? Na ja, dann vielleicht schon. Erzähle doch nicht, die Leute hier wollen saufen. In einem freundlichen und angenehmen Ambiente. Nein, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Quatsch, es muss knallen und dann setze dich auch hin. Ich fand's nur witzig, Entschuldigung, du bist offensichtlich nicht für Humor zu haben. Ne, da wurde ich ja schon ausgetrieben. Mir? Nee, bestimmt nicht. Ja, dir offenbar nicht, aber du bist ja auch noch nie lange hier. Das stimmt. Was ein Argument ist. Hm, mit genug Wodka wahrscheinlich schon, aber das geht jetzt nicht. Okay, cool. Vielen Dank für die Hilfe. Dann macht's gut, Dino. Tschüss. Jo, danke. Und die Gläser will ich wieder haben. Dein Bruder hat mir schon mal neulich ins geklaut, die Sau. Jojo stellt das Glas auf den Tisch, also auf den Tresen zurück. Ja, Dito, meins ist leer. Ja, trotz alledem ist Stefan etwas bleicher um die Nase rum. Pass mal auf, Steppy, sagt sie, während sie in Richtung Ausgang geht. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an. Wir finden den schon. Ich hoff's. Und ich hoff's, dass wir nicht irgendwo tot in der Ecke liegen. Finden. Glaube ich nicht. Der hat doch selbst gesagt, das dauert alles irgendwie weniger lange. Deswegen passt das schon. Das kriegen wir schon alles hin. Außerdem sieht er, weißt du, warum sollten die das machen? Das ist doch Quatsch. Also warum sollte den jetzt irgendwer mitnehmen und dann tot in der Ecke legen? Ich meine, da ist auch nichts zu holen und so.
Ja, nicht den Hauch einer Ahnung. Ja, wir sollten erstmal gucken und ja, auf dem Weg raus so ein bittender Blick wieder gehen. Billy, was gefunden? Noch nicht, ne, aber ich will auch mal nach dem Knall gucken, was da gewesen sein soll. Da muss ja auch irgendwas dazu passiert sein. Ja, das dauert. Also, wenn ich mich vielleicht vorher begeben könnte, in einem ruhigeren Plätzchen, dann würde es vielleicht schneller gehen. In deinem Auto vielleicht? Ja, zum Beispiel. Oder meine. Düsi, du musst mal irgendwas dringend mit deinem Kabel machen, glaube ich. Bei mir ist nicht so schlimm. Echt? Geht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Okay. Ich gehe mir das jetzt mal angucken, was da in der Gasse gelaufen ist. Ja, und ich passe auf die Billy auf. Okay, machen wir das so. Jojo geht in die Gasse. Ja, und Stefan würde mit Billy in ihr Auto wahrscheinlich gehen, damit Billy VR gehen kann. Gut. Mach die Ritualwache. Das heißt VR. VR klingt nicht gut. Kann man bitte mal öffnen, hier rumzusechseln jetzt? Es war anstrengend genug für mich. Ich fand das klasse. Jo, das war geil. Man kann halt seine Wurzeln nicht verleugnen, ne? Gut, ich bin Sauerländer irgendwie. Warum kann ich das dann? Ach du Scheiße, Sauerländer. Personal Details. Jojo geht in die Gasse. Oh, es ist einfach eine dunkle Gasse neben der Bar, wo Müll gelagert wird und wo man durchlaufen könnte, weil da auch ein paar Häusereingänge sind. Total krass und neu. Allerdings ist es so, dass dort in der Nähe ein Heißwasser-irgendwas-Zufluss für irgendeine Bude sein muss. Vielleicht sogar für die Bar, weiß man nicht genau. Vielleicht für die Heizung. Wenn die wirklich noch mit Wasser heizen, sind sie natürlich nicht zu beneiden. Aber was auch immer das ist, es leckt irgendwo. Zumindest kommt an teilweise aus verschiedenen Bruchstellen der Erde so ein bisschen Rauch, der deine Wahrnehmung irgendwie erschwert. Deswegen machst du mir jetzt mal Wahrnehmung sehen minus 1. Du Schlampe! Gut, ich sehe nichts. Ja. Ja, es ist eine dunkle Gasse und da ist Rauch. Und guck mal, dort schon wieder eine Ratte. Hui, ein Jojo, hui. Ja, wenn ich nichts finde. Also, sie wird suchen, aber sie wird nichts finden. Sie ja, guckt, da ist Müll, ne? Ja, das ist Müll. Sie guckt halt die Wände entlang. Irgendwie guckt sich mal, wenn da komischer Rauch rauskommt, dann guckt sie sich das auch mal an. Ob da irgendwas ist, was vielleicht zu den Schüssen oder irgendwas anderes, was sich da rekonstruieren lässt, was da lief. Aber wenn sie da nichts findet, geht sie auch wieder. Ja. Scheiße war's. Habt ihr die falsche geschickt, Leute? Ich habe ja gesagt, ich kümmere mich mal drum, ob ich halt die Information auch über das Gebimsel da rauskrieg. Jo, halt ich weiß, wir würfeln heute sehr viel, aber Datensuche ist natürlich auch wichtig, ne? Du magst mich in der Datensuche würfeln lassen? Na sicherlich, Computer plus Intuition ja, plus zwei wegen Feuer. Ja, Moment. Du streckst die Fühler durch die Wellen der Resonanz und lässt deinen digitalen Blick über die Unmengen von Daten schweifen, die diesen Stadtteil und Rabutnik betreffend in der Matrix umherschwirren. Du spürst 479. die Seele. Bitte? 479. 479, was laberst du? Ja, würfel doch. Ja, ich hab... Du hast gesagt, Computer? Ja. Plus Intuition plus 2. Ach, plus Intuition, warum nicht Logik? Weil das schon immer Datensuche war, immer Intuition. Gut. Nevertheless, same. Also 4-4 ist scheißegal, ob es jetzt Logik oder Intuition ist. Also 7 plus 2 sind 9. Ja, dann würfel doch 9 Würfel. Deswegen habe ich gesagt 4-7-9. Junge, da unterbrichst du meine epische Beschreibung, ja? Ach, ficken Scheiß. Und dann mach das nicht mal richtig. Unglaublich, weißt du, ich suche mir neue Finger. Finger in Po. Ein Erfolg, sagst du. Weil du es eigentlich epischer erklärt hast, jetzt gerade, was ich mit meinen Fühlern so mache, dann müsst ihr eigentlich auch die 4 zählen. Ja, da du mich unterbrochen hast, kannst du nicht mal fetter machen. Ich würde mal sagen, Erfolg ist Arschlecken. Also du findest nichts, was irgendwie sinnvoll wäre. Du findest nicht mal zu den Daten, die euch ergeben wurden, irgendwas. Wir lassen Quinnys Bruder sterben. Achso, na, ich merke das schon.
Weil wir alle Scheiße würfeln. Für jeden Scheiß gebt der Edge aus, aber es ist ja nur Quinnys Bruder und das hat vor allen Dingen vor dem Spielabend Quinny, haben sie noch gesagt, ach, heute geht's ums Quinny, ach, der kann uns mal und jetzt zeigen sie es durch schlechte Würfelwürfe. Ich krieg ja kein Geld dafür. wenn ich einen Scheiß als Edge du nutte, dann kriegst du einen auf den Sack. Fick dich! Der Patzer zählt doch nicht. Trotzdem fick dich. Drei Erfolge, ich hasse dich. Pass auf. Komm, die 6 darfst du nochmal würfeln. Nee, nicht, wenn er die nicht in Folge nachwürfelt, aber das ist völlig irrelevant. Richtig. Pass auf, Kinder, wir haben jetzt Spielabend-Spoiler. Das heißt, Billy darf, und da ich annehme, dass sie den anderen den Scheiß mitteilt, bei Spielabend 10 Spoiler B3E nachgucken. Und da das so viel ist, würde ich vorschlagen, du liest dir das mal durch und dann kannst du das gern vorlesen. Oder ihr könnt es vorlesen. Moment, B3E sagst du beim Spielabend-Spoiler. Jo. Und ja, es ist viel. Was war das mit also der 6-Jährigen? Also, hast du einen an der Waffel auch? Also, wat? Nachrichten, Nachruf, Gordey Fomin. Vom 5.7.2060 bis zum 9.12.2079. Wir trauen um einen jungen Kollegen, den sein Pflichtbewusstsein und seine Hingabe für die Rabutnik-Familie ausgezeichnet hat. Wir danken ihm für seine treuen Dienste und werden ihn stets in dankbarer und guter Erinnerung behalten. Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner Familie. Statusmeldung aus einem Blog für private Musikrezession 22.12.2079. Der Blog Galina Krylos wird hiermit geschlossen. Leider ist Frau Krylos am gestrigen Tage verstorben. Nachricht von Frau Sacharow. Ich glaube, das sagt man Sacharow, ne? An Empfänger unbekannt. Betreff Obduktion von Gordey Fomin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen dringend empfehlen, sämtliche Immunsuppressiva, die Sie in der vergangenen Zeit bei Implantationen, sorry, nicht unterbrechen jetzt, ja, junger Mann. Ja. Bitte mal hier, ne, Kiefer zusammenquetschen und zur Nachbehandlung eingesetzt haben, auf Ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Das wird jetzt total aus dem Zusammenhang gerissen, deswegen, okay. Gleichfalls sollten Sie sämtliche Implantate untersuchen, die Sie in den vergangenen Wochen eingesetzt haben. Die Obduktion des oben benannten Patienten ergab starke allergische Reaktionen der Haut, Augen, der Verdauungstraktes und schließlich auch der Atemwege. Ich konnte keinerlei allergenen Substanzen finden, muss aber davon ausgehen, dass sein Leichnam auf Stoffe des Augenimplantates reagierte. Die von ihrem Konzern verabreichten Immunsuppressiva zeigen keinerlei Wirkung beim Patienten, obwohl ich hohe Mengen des Wirkstoffs in seinen Organismus finden konnte. Ich hoffe, Sie erkennen den Ernst der Lage. Sollte ich einen weiteren Leichnam dieser Art obduzieren müssen, wende ich mich sowohl an die Wettbewerber Evo und Jektin als auch an die Presse. Ausrufezeichen. Ende der Mitteilung. Und nun geht's weiter mit Chat zweier unwichtiger Schüler. Macht sie das nicht schon wichtig? Okay, Dennis. Alter, ich hab auf dem Nachhause wegen Toten gefunden, ey. Plüschi? Quatsch nicht, du Angeber. Dennis, ey, im Ernst, Alter. Ich hab voll die Leiche gesehen. Lies doch nach. Das war die Olle, die den Blog zur Musikrezession macht. Ey, die lag voll neben einer Tonne und der ganze Müller auf ihr drauf. Ey, Alter. Plüschi? Ach komm, das hast du nur irgendwo in den Nachrichten gesehen. Du hast die doch niemals echt gesehen, du Spacko. Dennis, nee, im Ernst, Mann. Die lag auf dem Rücken, so mit voll krass aufgerissenen Augen und offenem Mund, Mann. Und die hatte auf jeden Fall krass die Pickel überall. Oder Ausschlag. Sah auf jeden Fall richtig eklig aus. Oder widerlich in dem Fall. Und die Augen, ey, Alter, statt Tränen, da kam voll die Eidersuppe raus. Ey, ich hab fast gekotzt, ey, Alter. Plüschi, echt jetzt? Dennis, na, aber sichi, Alter, ich schwör. Zunge hing voll so raus von und der Mund so. Der war voll zugeschwollen, Alter. Ende der Mitteilung. Dankeschön, das hast du sehr schön gemacht. Hab ich ja, das, ja. Ja? Das ist auf jeden Fall das, was du findest, was auf die Daten passt, der Verschwindetage. Moment. Stefan, hattest du nicht irgendwelches Zeug in der Wohnung deines Bruders gefunden? Ja, so Immunsuppressiva für und sein Auge. Und Augenimplantate? Ja. Moment. Eine Bildleitung. Moment, also die Frau, die Musikrezession wurde am 22.12.2079 geschlossen.
Am gestrigen Tage, also am 21.12.2079, ist die Frau Sacharow, nee, die Galina Krylovs, ist über die Wupper gesprungen. Und die Schüler, da steht jetzt aber kein Datum dabei. SL, da war auch kein Datum jetzt von diesem Schüler. Entschuldigung, dann habe ich das Datum vergessen. Das Datum ist das von der Frau, also Galina Krylov. Also der Chat war am selben Tage, wo der Block geschlossen wurde. Also am 22. Und die Rezession von dem Doktor, der die Obduktion vorgenommen hat wegen den Implantaten, war? Das steht nicht da. Aber okay. Im Betreff steht Obduktion von Gordeformin und Gordeformin, da hast du ja den Nachruf vorgelesen. Ja, der ist am 9.12.2079 verstorben. Okay, was ein bisschen merkwürdig ist, weil er am 2.12. gefunden wurde. Wenn die verschwunden ist, sagen wir es mal so. Ich rufe... Wer ist am 2.12. verschwunden? Der Gordy wird es wahrscheinlich gewesen sein. Er ist am 2.12. verschwunden und dann am 9.12. wahrscheinlich dann krepiert. Woher weiß denn, dass der am 2.12. verschwunden ist? Das hat doch der Barmann gesagt. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. Unsere Anschlusssache hier ist die Frau Sachow, oder? Sacharow, so rum. Scheint so, ja. Die hat die meisten Übereinstimmungen. Das macht mir am meisten Sorgen. Jojo ist noch in der Ecke, oder? Sollen wir mal eben zu der hinhuschen? Ja, schauen wir mal eben. Komm, lass uns mal zu Jojo dackeln. Ja, wir dackeln zu Jojo. Die uns wahrscheinlich dann entgegenkommt. Ja, die kommt gerade raus. Und? Nix. Hast du gefunden? Nee. Sollen wir nochmal gucken? Jo, Metagaming. Nee, warte, Stefan wird sowas so sagen. Lass mich auch mal sehen. Ich lasse auch mal meine Drohne rumgucken. Vielleicht sehen wir noch irgendetwas. Da ist nix, aber klar, mach. Ja, meine Drohne hat Infrarot. Du hast auch Infrarot. Tatsache, ich habe ja so komische Brillen. Ich habe komische Brillen. Ich musste die viel häufiger ausspielen. Ich habe Night Vision. Ja, du kriegst trotzdem minus 2. Und jetzt? Nee, ich habe Night Vision. Und jetzt? Warte mal bitte ganz kurz, hier will jemand was von mir. Ja, ist toll, ein Infrarotes, ja, dass ich damit Wärmesignaturen sehen kann. Ja. Die jetzt relativ Wurst sind, weil die Schüsse schon ein bisschen her sind. Ja, nee, aber vielleicht ist da noch irgendwas Warmes oder war mal irgendwas Warmes. Und weiß jetzt nicht, wie lange sich sowas hält. Muss mal gucken. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir irgendetwas. Außerdem habe ich auch die Sichtverbesserung 2 Jahre, also ist nicht so als ob. Ach, hier, Jojo. Das ist das, was wir gefunden, also was in der Matrix zu finden war. Was denkst du da dazu? Du bist auch das Criminal Mind, der Dexter unter uns. Ich der Dexter und ich bin weder ein Dexter noch ein was ist ein Dexter? Ach so, das Ding, ja. Sind übrigens immer ziemlich genau 7 Tage. Was sind 7 Tage? Vom Punkt des Verschwindens bis zur Todfeststellung. Na, zur Todfeststellung nicht, aber zum Finden des Leichnams mal zumindest. Trotzdem immer ziemlich genau 7 Tage. Naja, aber was haben irgendwelche Immunsuppressiva mit der ganzen Sache zu tun? Also wenn... Mein Bruder hat auch Immunsuppressiva genommen. Ich weiß auch nicht, warum das... Wegen der Implantate. Hier steht auch was von Implantaten. Die vergangene Zeit bei Implantaten und zur Nachbehandlung blablabla eingesetzt, Wirksamkeit zu untersuchen. Keine Wirksamkeit festgestellt. Dafür aber Augen, Haut und Verdauungstraktes einschließlich Atemwege werden mit starken Reaktionen, allergischen Reaktionen, quasi wie in anaphylaktischen Schock quasi schon. Klingt so ein bisschen danach, ja. Was Steppy weiß, ich unterbreche mal kurz. Es klingt ziemlich nach einer allergischen Reaktion oder vielleicht sogar später einem anaphylaktischen Schock. Und Immunsuppressiva wären eigentlich bei Allergien nicht gegeben, weil sie zu hart sind. Aber eigentlich kannst du unter Immunsuppressiva auf gar keinen Fall eine allergische Reaktion haben, weil dein Immunsystem ja ausgeschaltet ist und eben nicht irgendwie allergiemäßig was machen kann. Es sei denn, die Dinger scheißen genau das Gegenteil von dem, was sie machen sollen.
Das ist wiederum eine Option, die dann bestünde, aber dann wäre es ein ziemlich schlechtes Immunsuppressivum. Ja, das ist genau das Gegenteil davon. Okay. Also ich denke, die Frau Sacharow ist unsere nächste Anlaufstelle. Das heißt, ich schaue mal eben noch schnell nach, was die Adresse von Frau Sacharow ist und wo ihr Rue Morgue ist, also sprich, wo sie arbeitet. Oder? Was denkt ihr? Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde auf jeden Fall meinen Kontakt mal bei Nikaskajow, wie heißt er nochmal? Nikaskaj, kontaktieren, um zu gucken, ob ihr irgendwas weiß, was mit diesem Zeug ist, was sie da unter die Leute bringt. Weil ich habe noch einen Kollegen, der in der Firma arbeitet, die dieses Zeug herstellt. Oder verkauft zumindest. Ach so? Na, dann laber doch mal mit dem. Gut, aber ich kann eben noch kurz schnell gucken in der Gasse, die du da hattest. Damit wir die auch durchhaben. Damit wir die auch durchhaben? Du weißt, wie bekloppt das klingt, oder? Ich meine, es ist dein Bruder. Ich kenne deinen Bruder nicht. Ich weiß es nicht, aber das klingt so, als würdest du jetzt einfach nur so irgendwie, ja, alles abarbeiten, was auch immer. Was ist denn los? Ja, ich versuche das irgendwie verzweifelt in irgendeine Bahn zu bringen. Okay. Also ganz ehrlich, wenn er sich, wir haben die Indizien, dass er sich halt was einbauen lassen. Von wem, wissen wir nicht. Wir haben Suppressiva gefunden. Hast du die Packung mitgenommen? Weißt du, wie die Packung aussieht? Hast du irgendeinen Videofeed aufgenommen, damit wir das Zeug der Frau zeigen können? Wenn das derselbe Scheiß ist. Achso, diese, ja. Wenn das derselbe. Ja, ich weiß, welches Zeug das war. Du hast doch die Daten von dem Zeug, was er von der Firma hat, in der ich gearbeitet habe, wo er sich auch das Augendings hat einbauen lassen. Ja, wir wissen nicht, wo er sich das Zeug hat einbauen lassen. Doch, also von wem? Doch, ihr wisst sogar, in welcher Klinik. Wir wissen die Klinik? Ja. Okay, welche Klinik ist das? Das ist eine Standard-Irkerst-Brei-Klinik irgendwo in Juschneue. Ach, nein, warte, nicht Juschneue, es ist Sokol. Das war die Firma, die, das quasi die alte Firma von Stevan. Genau. Ja, medizinische Notfalldienste und so was, ganz Standardfirma. Aber ich macht mal Wahrnehmung aus. Bitte jetzt hier, bevor ihr irgendwohin aufbrecht. Dizzy minus 2, Quini nix. Perception. Wahrnehmung 3, Intuition, weil, ja. Moment. Ja, so, Quini, genau. Stefan sieht sich um mit seiner Infrarotbrille. Und, drei Erfolge. Und Sibylle hat 2 Erfolge. Shit, okay. Billy und Stefan sehen im Müll Schleifspuren, die aussehen, als hätte man ein humanoides Wesen weggezerrt. Billy und Stefan sehen irgendwelche komischen Spritzer an einer der Wände. Quinny hat ein bisschen Ahnung. Sieht irgendwie aus, als hätte da irgendjemand Gel abgefeuert, also Gelmunition. Aber das kann er so genau nicht identifizieren. Und Quiddy findet schließlich unter einer der Mülltonnen einen Aufnäher. Und es ist so eine Art Faust drauf, die aussieht wie eine Panzer. Also so ein Faust-Panzer-Faust-Gemisch. Okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Gangs von Moskau? Hilft dir nicht. Ich? okay, aber Panzer, warte mal, das soll mir einen Hinweis geben. Und zwar hier Militärschuhe, Panzer, Faust, Dingsen hier. Oh Junge. Gut, aber die haben anscheinend mit Gel-Munition geschossen. Ich behaupte mal anscheinend. Das heißt, die wollten den oder die lebend haben. Wofür? Scheißdreck. Also ich denke mal, dass das
dass irgendjemand was vertuschen will. Wenn da schon die Ansage ist von der Tusse, dass die sich an die Behörden wenden möchte und an die Konkurrenz, an Evo und so weiter, dann ist diese Frau vielleicht auch schon gar nicht mehr am Leben. Dann du drohst mal nicht ebenso mit Evo und mit... Ja, klar. Oh, fucking hell. Gut, ja, hast du die Adresse von der Tusse? Hat Billy übrigens nicht die Adresse. Nein, okay. Und ihr macht mal jetzt, da das vermutlich der Abschluss des Abends sein wird, also ich nehme jetzt nochmal Folgendes an, Steppy hat, da er auch gesucht hat, die Spritze an der Wand vermutlich den anderen auch gezeigt, ne? Natürlich, klar. Gut, Jojo, wird sehen, die Spritzer sehen so aus wie großkalibrige Munition, vermutlich von einer Ruger Super Warhawk. Wer packt denn so ein Ding Gilmunition rein? Der gehört allein schon geköpft. Unser Spielleiter. Ja. Und was? Nein, LSC. Von der Richtung ungefähr, ich meine, da es eine Ruger ist, ist ziemlich viel aus der Wand auch da ein Stück weit rausgeplatzt. Siehst du auch die Schussposition, die wird irgendwo hinter der Mülltonne gewesen sein. Wo man hätte dann auch diesen Aufnäher finden können, aber na gut, das ist dir halt entgangen. Und... Ja, Aufnäher habe ich ja gefunden und gezeigt. Ja, genau, nur ne? Genau, ja. Klar. Und dann macht ihr bitte jetzt alle nochmal, wir haben heute vier gewürfelt, na ist egal, macht ihr bitte alle mal eine Erinnerungsprobe. Logik, ach, also. Gott. Ja. Logik und Willenskraft ist das. Ah, cool. Und ich mag würfeln, ich bin ein ganz großer Würfler. Yay. Yay. Ich würde sagen, ich spare mir das Würfeln einfach für heute. Bingo. Voll mit 10 Würfeln ein Erfolg. Stefan und Billy, wisst ihr, wer so ein Panzerfaust-Faustaufnäher hatte? Ich habe noch nachgefragt. Gunfist. So Gunfist, ne? Ah, fucking hell. Diese Hallo, es ist Gunfist mit einer Panzerfaust. Kommt schon, ja. Leute. Gott, der Typ ist so tot, wenn er was meinem Bruder angetan hat. Na, und was glaubt ihr? Hat Gunfist tatsächlich was mit dem Anschlag auf den Bruder zu tun oder nicht? Na, das Ganze werden wir dann wohl in der nächsten Episode rausfinden müssen. Oder auch nicht, wer weiß. Wir werden jedenfalls sehen, was die drei herausbekommen, wo denn jetzt der Bruder verschollen ist. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört TOPS, der Firma TOPS Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit TOPS und Shadowrun gehören TOPS. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License. Session 5 und 6 der Episode 1 sind schon aufgenommen. Das war noch in 2013 passiert. Mittlerweile sind wir in 2014 rübergerutscht. Ich wünsche euch allen frohes neues Jahr zusammen mit den White Russians. Auch Grüße gehen wie immer raus an die Leute vom Hidden Grid. Die haben immer noch die Session 37 nicht rausgebracht. Und die Leute von Plüschgranate vom Victory Road. Schaut mal bei denen vorbei. Die haben jetzt die Episode 3 endlich angefangen zu spielen. Und da lässt drauf hoffen, dass bald viel mehr von denen kommt. Wünschen euch bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss.